Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Horror-Let's Play auf dem Channel. Und zwar zu The Quarry. Und ja, es ist Oktober, es ist Spooktober auf dem Channel. Das heißt, es kommen neben dem hauptsächlichen Projekten ein wenig mehr Horror diesen Monat. Und ich dachte mir, als eins von, ich sag mal, Hauptprojekten, die es eben den Monat geben wird. Dazu guckt mal mein Infovideo über den Horror-Monat. Da wisst ihr mehr, was ich meine. Es sind noch drei andere Spiele geplant. Zwei davon live, die mal rauskommen sollen. Und ja, The Quarry produziere ich jetzt erstmal vor. Kam schon letztes Jahr raus, 2022. Allerdings habe ich es damals nicht direkt beim Release Let's Play. Habe es aber durchgespielt, privat. Kennt es also komplett. Natürlich jetzt nicht jede Entscheidung, deswegen. Und ich kann euch auch sagen, ich habe damals auch nicht jeden durchgebracht. Ich habe einiges damals nicht gecheckt. Es gab damals leider auch ein paar Bugs und so, die ein paar Entscheidungen irgendwie nicht haben wirken lassen und so. Inzwischen ist es ein bisschen besser gefixt und es wird Zeit, auch dieses Spiel nachzuholen, denn auf dem Channel haben wir bereits auch die Dark Picture-Spiele fast alle gespielt, nur aus dem letzten Teil, den muss ich auch noch nachholen auf dem Channel. Das heißt, gleich vorweg schon mal gesagt, ihr könnt da gerne, wenn ihr mehr von Super Massive spielen sehen wollt, dort auch schon mal in die Playlist gucken. Nur so viel vorweg. Genau, ansonsten sei noch gesagt, ich habe The Quarry gesagt, kenne ich jetzt schon, ist deswegen nicht mehr blind und ich versuche, wenn es geht, diesen Run alle durchzubringen. Ich kann es eigentlich nicht versprechen. Ich versuche es aber und ja, wie immer, ihr seht schon, Facecam fehlt, denn bei Horrorspielen, die ein wenig cineastischer sind, die so wie The Quarry mehr auf Szenen, weniger auf Gameplay setzt und mehr auf so Entscheidungen und so, da ist, finde ich mein Gesicht nur sehr störend, deswegen nehme ich mich da immer raus, komplett aus den Let's Plays, die so sind. Allein eine klassische Rolle, das Face kommt natürlich mal mit Facecam, aber dieses The Quarry und auch die Super Massive Spiele spiele ich ohne Facecam. Nur schon mal vorweg. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und wir starten ein neues Spiel, würde ich sagen. Ja, eine Sache noch. Wenn ihr jetzt im Horror-Monat so nicht mitbekommen habt, alles gut. Falls ihr viele Spiele guckt, kannst du natürlich ganz normal ins Play schauen. Das ist nur für die, die es jetzt live direkt schauen, wenn es rauskommt. So, let's go! Wieso hast du ausgemacht? Ich denke, das weißt du. Nein, weiß ich nicht. Weil du dich verfahren hast? Wie erwartet. Nicht dein Ernst? Doch, das ist mein voller Ernst. Wir sind in geografischem Fluss. Du bist... lost. Das ist diskutabel. So. Jetzt sind wir mal eins. Bitte los.
Nimm dir etwas Zeit für diese Hinweise, die dich durch die verschiedenen Situationen und Wendungen leiten, die dir in Hackett's Quarry begegnen. Was du hier siehst, sind Quicktime-Events oder QTEs, über die du in kritischen Momenten eingreifen kannst. Pass auf, denn Hackett's Quarry kann gefährlich werden, wenn du nicht auf deine Umgebung achtest. Eine kleine Unaufmerksamkeit kann dramatisch enden. Du selbst entscheidest, welchen Weg du gehst, aber rechne immer mit Hindernissen und sei vorbereitet. War wohl nichts, Schatz. Wenigstens habe ich nicht das Schlagloch erwischt. Vielleicht hat das Schlagloch ja uns erwischt. Könnte doch sein. Wow, das ist ja olympiareifes Torpfostenversetzt. Danke. Echt imponierend. Danke. Hast dich trotzdem verfahren. Weißt du, Max, es ist okay. Trotz allem bist du noch immer ein Mann. Du weißt, wenn Columbus nicht lost gewesen und an unserer Küste gestrandet wäre, gäbe es gar kein Amerika. Goodbye, Hot Dogs. Bis später, Apfeltorte. Columbus war genau genommen nie in Nordamerika. Wie meinst du das? Dachte eigentlich, er wäre in Asien. Dein Ernst? Noch ein Kerl, der nicht zugeben konnte, dass er sich verfahren hat. Tja, ein Kerl, nach dem ein ganzer Tag benannt wurde. Mach daraus, was du willst. Oh mein Gott, okay. Bring uns einfach zum Camp, bevor mir vom Augenrollen schwindelig wird. Ich bin dabei, ich bin dabei. Ah, voilà. Was ist das? Ja, ja. Nein, im Ernst, wo ist die normale Karte? Das ist die normale Karte. Wie im Telefon. Keine Balken. Na klar. Okay, lass sehen. Also, wir sind... Ich sehe auf der Karte kein Sommercamp. Hast du Schilder gefunden? Hey, Augen auf die Straße! Nice, habt ihr gut gemacht. Guckt der auch so lange da auf die Kack-Map, anstatt mal nach vorne zu schauen. Alles okay? Ja, ja. Ich meine, ist nichts kaputt. Guter Gott, was ist das gewesen? Ein Bär? Was? Nein, nein, Max, das war kein Bär. Was war's? Ich denke, eine Person. Johanna, ist das dein Ernst? Haben wir wen verletzt? Keine Ahnung, ich meine, es war richtig nah. So richtig nah, aber vielleicht nicht. Keine Ahnung. Was siehst du? Die Karre ist total im Eimer. Manchmal sieht es schlimmer aus, als es ist. Ich sehe mir den Schaden an, bevor wir den Wagen wieder starten. Holst du mir das Werkzeug von hinten? Ja, ja, okay. Ja, dann sind wir auch schon im Game. Im Gameplay. Nur kurz erklärt, wer andere Supermassive-Spiele eben kennt. The Quarry ist der spirituelle Nachfolger von Until Dawn, wahrscheinlich kann er ja auch noch Let's Playen. Hat also nichts mit den Dark Pictures-Spielen zu tun, ist losgelöst davon, deswegen hat es auch kein Dark Pictures-Intro, der hat nicht den Kurator. Und geht aber auch länger als die Dark Pictures-Spiele, deswegen, ja, nur mal so kurz erklärt für alle, die den Unterschied nicht so ganz verstehen. In dieser Nacht wirst du hin und wieder die Gelegenheit haben, das Geschehen durch dein Handeln selbst zu beeinflussen. Bedenke, dass du in diesen Fällen zwar eingreifen kannst, aber nicht zwingend musst.
Manchmal ist es sogar besser, es zu lassen. Wisst ihr Bescheid? Hier auch müssen wir das Werkzeug holen. Was hat das damit zu tun? Kann doch nichts, wenn wir es nicht machen. Angenommen. Das mussten wir ja jetzt sehen. Danke, Schatz. Ja. Kann ich was tun? Ja, könntest du hier einmal reinleuchten? Hier, bitte. Perfekt, danke. Hoffentlich sind wir hier schnell wieder weg. Stell dir vor, es dir an einer großen Feuerstelle bequem zu machen und Lieder zu singen. Ich denke sicher nicht an eine große Feuerstelle. Wieso nicht? Ich mag kein offenes Feuer. Dann stell dir die schöne Wärme eines Heizkörpers vor. Überall ist besser als hier. Nett. Wo gehst du hin? Nur hier rüber. Halt! Warte eine Sekunde, okay? Bin fast fertig. Mein Gott, Max, beeil dich! Was ist denn los? Ich habe Angst, dass da unten jemand ist. Ernsthaft? Ja, vielleicht verletzt, ich weiß nicht. Ich dachte, wir hätten nichts gerammt. Ich weiß es nicht. Ich habe was gehört, okay? Klang wie eine Frau. Haben wir sie angefahren? Ich gehe da unten nachsehen. Okay. Ist gut. Geh nicht zu weit, okay? Vorsichtig. Ja, ja. Okay. Okay. Viel Glück mit der Karre. So, wie gesagt, ich versuche hier einen durchzubringen. Ich kann es euch halt nicht versprechen. Nur vorweg schon mal gesagt. Kann mich auch verdrücken, vielleicht Quick Time Event, da bin ich auch RIP. Bisher war ich ja recht gut in den Let's Plays. Bei Entscheidungshorror-Spielen. Das kann schon jetzt halt ändern. Übrigens, ich weiß, ich werde fürs Intro zwar der Copyright claimed, aber ganz ehrlich, ich will euch nicht diese Billo. Oh, Tarotkarte. Der Narr. Ich frage mich, wer der Narr ist. Woran können die Narren eigentlich erkennen? Unschuld und Freiheit oder Leichtsinn und Risikofreude, Spontanität. Die Unbekümmerheit bringt Konsequenzen mit sich. Denk und tu dir nicht weh. Genau, wir können hier Tarotkarten sammeln. Wir stecken sie aber teilweise in allen Kamerasperspektiven und so. Ist ein bisschen tricky. Und die können uns später helfen, so viel kann ich mal sagen. Niemals entdeckt. Harum Scarum Plakat. Das ist ein Plakat für einen Wanderzirkus. Scheint schon eine Weile hier zu sein, wurde scheinbar im Wald vergessen. Sind die Gäste da angesenkt? Also Hinweise gibt es hier auch wieder zu sammeln. Habt ihr ja gerade schon gesehen. Die dann relevant werden können. Na, da versuche ich natürlich alle mitzunehmen, aber ja, was nicht geht, geht halt nicht. Entfesselungskunst-Tour. Okay. Eine Truhe voller seltsamer Gerätschaften. Vielleicht gehört sie einem Entfesselungskünstler. Ein Relikt eines Wanderzirkus, der diese Gegend gekommen sein muss. Ich
Ich denke immer bei ihm so, wenn Massive Game, wenn diese Kamera so rumfährt, dass ein Hintergrund irgendwie mehr steht. Das haben sie schon so aufgebracht. Was zur Hölle? Kaputter Käfig. Silas, das Wolfskind. Haha. Irks. Echt merkwürdig. Ich bleib noch länger stehen, guck's dir an, Mädel. Sehr toll. Da ist noch eine Frau durch den Wald. Das ist meine Laura hier. Also wenn ihr kurz mal gucken wollt, ist aber schon weit weg. In den Wald gestiefelt. Sehr spät an, was man toppen muss. Das ist wieder eine gute Idee. Auch wenn es nur den Stick toppen ist und nicht tasten. Max! Hey, hey, was war? Was war? Bist du okay? Heilige Sprich mit mir. Was ist? Was ist los? Da draußen ist was. Irgendwas. Da waren Geräusche um mich rum. Ich konnte... Hase, atmen. Es ist okay im Wald. Da ist viel unterwegs. Die Tiere, da erschreckt man sich schon mal. Nein. Können wir weg hier, bitte? Ja, los geht's. Okay. Okay. Ja, er springt an, schnurrt wie ein Kätzchen. Max, komm schon! Geht los, wir verschwinden. Mein Gott, was ist das denn für eine Scheiße? Max! Okay, gib mir eine Minute. Ich will hier weg, Max! Aber das hilft jetzt nicht. Kannst du einfach... Ich will uns nur hier rausbringen! Hey, das reicht! Shit, tut mir leid, Hase. Tut mir leid. Ist okay. Alles wird gut. Wir sind hier drin sicher. Ehrlich, wir sind okay. Scheiße! Oh mein Gott, mein Herz ist explodiert. Scheibe runter. Hi, Officer. Wie geht's Ihnen heute Abend? Ist Ihnen was passiert? Alles ist gut. Nur etwas durch den Wind. Sagen Sie mir, was hier vorgefallen ist. Auf einem Tippersprung. Hackett's Quarry steckt voller Möglichkeiten, Geheimnisse und unentdeckter Wunder.
Mit jedem einzelnen Schritt legst du deinen Weg fest und erlebst die Konsequenzen deiner Entscheidungen. Von Zeit zu Zeit siehst du, wie eine Situation hätte ausgehen können, wenn du in der Vergangenheit andere Entscheidungen getroffen hättest. In Hackett's Quarry gibt es keinen falschen Weg. Aber Vorsicht, denn manche Wege sind gefährlicher als andere. Ja, irgendwas ist uns vors Auto gesprungen, also sind wir sofort ausgewichen und jetzt sind wir hier. Etwas ist gesprungen. Tut mir leid, es ist nur so dunkel und es passierte so schnell und sie verschwand. Sie? Ma'am, ist jemand verletzt? Nein, Gott, nein, auf keinen Fall. Ich meine, ich denke, ich weiß nicht. Sir? Oh. Mutter laufen lassen. Sir? Komm, wie beunruhigt, was hab ich denn gemacht? Hab du nicht ehrlich gesagt... Hab war nur ehrlich. Ist der Kerl nicht der gruseligste Cop? Ich weiß nicht, das ist mein erster Cop. Was, jetzt echt? Ja, ich bin nicht kriminell. Und jetzt verraten Sie mir, was zur Hölle Sie zwei allein hier draußen um die Uhrzeit tun? Wir fahren zum Hackett's Quarry Sommercamp. Wir sind neue Betreuer. Eine Nacht zu früh? Nein, wissen wir. Aber wir wollten eher da sein und uns umschauen. Also, wir haben vorher angerufen. Und ehrlich gesagt, Sir, jemand ist nicht sehr gut im Kartenlesen und wir haben uns total verfahren. Sie schaffen es nicht bis nach Hackett's Quarry. Nicht heute Nacht. Harbinger Motel ist am nächsten dran. Dort können Sie schlafen heute Nacht, okay? Ich denke, wir halten uns an den Plan, Sir. Ich meine, Mr. Hackett weiß, dass wir kommen und wir haben angerufen. Nein, Ma'am, Sie fahren direkt zum Harbinger Motel. Haben Sie verstanden? Bei allem Respekt, Sir, wieso können wir nicht nach Hackett's Quarry? Weil ich Ihnen sage, Sie fahren zum Motel. Nur fahren wir rum. Okay, ich verstehe nur nicht, wo das Problem... Ma'am, bitte verlassen Sie den Wagen. Oh. Was? Wieso? Officer, sie hat doch nichts getan. Ma'am? Ich möchte Sie bitten, mal auszusteigen. Ich werde Ihnen eine Route auf der Karte zeigen. Oh. Okay. Shady Polizist, aber egal. Geht klar. Sie bleiben im Wagen. Schon okay, kein Ding. Okay. Okay. So, wir... sind ungefähr hier. Harbinger Motel ist hier. Gut, okay. Und wo war Hackett's Quarry nochmal? Ich bin sicher, das Personal im Harbinger Motel zeigt es Ihnen gleich am Morgen. Harbinger Motel. Nicht abbiegen. Aber wenn da draußen jemand ist? Ja, ich sehe nach. Gute Nacht.
Wieso sitzt der Kerl noch da? Dieser Kerl war mir mega unheimlich. Der Typ müsste mindestens ein Dutzend Mal duschen. Oh mein Gott, ja. Was hat er hier? Ich glaube, es... War es Blut? Nett, sie kennenzulernen. Oh mein Gott. Oh Mann. Okay, wieder ab auf die Straße. Ja. Ich denke, ich hatte genug Waldabenteuer für eine Nacht. Vielen Dank auch. Oh ja, wo ist das Motel? Okay, also wir sind hier und das Motel ist hier. Okay. Aber wir fahren nach da. Was ist da? Hackett's Quarry. Woher weißt du das? Der Kopf, ich habe ihn einfach eingelegt. Guter Trick. Sollen wir nicht wirklich einfach ins Motel? Könnte sein, dass er was weiß. Hase, hörst du wirklich lieber auf irgendeinen gruseligen Kopf, der uns mitten in einem gruseligen Wald sagt, fahrt in ein gruseliges Hotel? Nein, das klingt schrecklich. Also, ja, verschwinden wir. Das habe ich gehofft. Ma'am. Oh mein Gott, wenn er dieses Ma'am noch einmal gesagt hätte, hätte er sein Abzeichen gefressen. Ernsthaft, ich sehe doch nicht nach Ma'am aus. Erst in 20 Jahren bin ich eine Ma'am. Mhm. Was? Ah, 20 ist diskutabel. Freundchen. Ich stehe ein bisschen auf Ma'ams. Okay, es endet hier. Das glaube ich nicht. Ist niemand hier. Und das nach der langen Fahrt hier raus. Max, können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Hast du eigentlich geredet mit Mr. Hackett oder auf die Box gesprochen? Was macht das schon aus? Das hier macht es aus. Hallo? Er hört wohl nicht seine Voicemail. Woher sollte ich das wissen? Ich meine, eindeutig ist jemand hier. Ja, oder nur eine verlassene Karre und wir verschwenden unsere Zeit. Wieso sollte sie verlassen sein? Ich bin am Auto. Max, komm schon. Max, komm schon zurück. Ist irgendwer daheim? Ja, nicht so gelaufen, wie die beiden das geplant haben, ne? Aber da ist ja ein Supervisor-Prolog, das ist ja immer so. Was ist eine Kameraperspektive? Schön beobachte. Ich glaube, sonst geht hier nichts, also hier einmal rumzulaufen. Und sogar eine Insel. What doesn't kill you, make you stronger. Fein. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Oder meinst du einfach tot? Das kann ich auch sein. Dann bringt es nichts. Mit LB kann ich schneller laufen, das sieht aber halt dementsprechend auch nur so aus. Erst bei House of Ashes haben sie dieses Rennen reingebracht.
Oder war es beim neueren Wechsel die Teile vielleicht auch wieder gameplay-technisch? Bei dem, den ich noch als Banner holen muss, meine ich. Devil in Me. Ich glaube, da war es dann erst ein bisschen schnell gelaufen. Stimmt, bei Devil in Me sind sie dann das erste Mal wirklich gerannt. Hey, fahren wir los? Scheinbar nicht. Zumindest sagt sie nichts. Aber so eine ominöse Tür, die ist es bestimmt nicht, das. Also in Ordnung, wir gehen wieder. Aber will sie ja scheinbar nicht. Und warum? Weil das hier ein Horrorspiel ist. Ein Horrorfilm, ein Horrorspielen macht bald alles, was blöd ist. Um in ganz viele Gefahren zu kommen. Und da hat jemand geklopft. Und das war nicht bei mir, das war Inge. Gar nicht, was da ist. So, meldet es. Max! Max, komm mal her! Was ist denn los? Da ist jemand in dem Bunker, der vielleicht feststeckt. Echt? Ist es Mr. Hackett? Keine Ahnung. Bring mir ein paar Werkzeuge für das Schloss. Hey, bin zurück. Wir holen sie gleich da raus. Hey. Hey, warte, was ist das? Du hast nur Werkzeug gesagt. Wieso hast du nicht... Da drin ist jemand. Ich sehe niemanden. Was? Nein, guck. Das mache ich doch, wirklich. Lass mal sehen. Schön nah am Gesicht dran. Da war definitiv jemand drin. Okay, okay, dann... Hammerzeit. Ganz sicher? Das wird aber super laut. Da wird Hilfe gebraucht. Wow, das war super laut. Soll ich helfen? Ja. Yeah. Du kennst Evil Dead, oder? Hallo? Sind Sie hier? Existieren Sie? Hey, pass bloß auf. Und er setzt sich erstmal hin, anstatt mitzuhelfen. Das ist toll. Was machst du? Ich sehe. Ich sehe mich hier nur um. Du sitzt hier, du siehst dich gar nicht um. Max. Team Jamaikan. Nicht der Teenie. Tolle Geräusche überall. Blutiges Halsband. Oh mein Gott. Max? Was Totes. Thank you.
Vielleicht war es ein Opossum oder sowas. Nein, da war jemand hier, ich schwöre. Hey. Es war eine hektische Nacht, weißt du? Lass uns einfach zum Hotel, wir kommen wieder her, ganz früh am Morgen, dann können wir uns umsehen, aber... Ich meine, du musst doch erschöpft sein, ich auf jeden Fall. Ich denke, unsere Fantasie... etwa wie das gottverdammte Harbinger Motel aus? Damit nochmal hallo, willkommen zu The Credit Play. Hallo, mein Kind. Herzlich willkommen. Ich hoffe, wir sind Freunde. Ich habe dich erwartet. Erwartet. Ja, und ich hoffe sehr, unsere Begegnung wird aufschlussreich. Nur keine Sorge, ich will dir helfen. Entdecke mit mir das Unbekannte. Ich führe dich. Ist aufregend, ja, und furchterregend. Aber wenn du Mumm hast und mich helfen lässt, helfe ich dir. Wie du auch mir hilfst. Diese Karte hast du gefunden. Der Narr. Ich frage mich, wer der Narr ist. Woran können wir Narren eigentlich erkennen? Unschuld und Freiheit. Oder Leichtsinn und Risikofreude. Spontanität. Ihre Unbekümmertheit bringt Konsequenzen mit sich. Denk. Denk und verbrenn dich nicht. Ich zeige dir noch mehr, wenn du das möchtest. Das ist nur, was kommen kann. Eine mögliche Zukunft. Ein Weg, der sein könnte.
Sieh her, sieh her. Es gibt viele Rätsel da draußen. Rätsel und Lügen. Pfade zu entdecken, die ich erhellen kann, wenn du mich lässt. Hilf mir, dir zu helfen. Und vergiss nicht, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Ja, hier geht's aber dann zur nächsten Folge schon weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Up on the ghost stories? Sorry. Just stick to Kumbaya next time, okay? What's that? You guys don't do Kumbaya anymore? Hello, my friend. Welcome to the show.